Summer School suchen den Wittener Geist, weil ganz wichtig und das ist ja das überhaupt hier und dementsprechend kannst du uns was sagen dazu. Wo der Wittener Geist ist? Ja, auch. Ja, der Wittener Geist, ich glaube, der schwebt über die Uni, vielmehr über der Uni und ich glaube, das ist auch ein Geist, der zur Kategorie der Engel gehört, genauer gesagt zur Kategorie der Schutzengel. Und er wurde zum letzten Mal hier gesehen um Weihnachten letztes Jahr, als es wieder ganz bitter um die Uni stand. Aber er hat sein Bestes gegeben und somit sind wir heute noch hier. Meinst du denn, dass der Wittener Geist jetzt gerade nicht hier ist oder meinst du wie? Ja doch, der Wittener Geist ist schon hier, aber manchmal ist er vielleicht noch mehr hier. Also er ist natürlich in jedem, der an der Uni Witten ist, ein bisschen da. Unter anderem bei den Summer School Teilnehmern, unter anderem bei den Summer School Organisatoren. Aber manchmal greift er halt wirklich ein, wenn es ganz schlimm steht. Und das tut es ja jetzt zum Glück nicht. Wittener Geist ist nicht zu Hause. Wo finden wir den? Der ist im Keller. Wie der Wittener Geist das gemacht hat? Oh, das ist eine gute Frage. Wie hat er das gemacht? Wahrscheinlich hat er sich von oben einfach abgeseilt oder ist mit dem Fahrstuhl runtergefahren, wie wir gerade. Und ist dann bis in den Keller durchgedrungen und hat alles ergriffen und erschüttert. Was gibt's hier? Wir suchen den Wittener Geist und irgendwie soll der angeblich hier im Keller sein und ich wollte mal fahren, weil wir haben ihn jetzt noch nicht getroffen. Ja, wird wohl schwierig sein, den zu finden hier. Hier ist alles Baustelle. Oh, und vielleicht, der liegt aber nicht bei den Leichen. Bei, oder so. Von den Leichen sind wir noch weit weg. Ach so, gut. Wir sind noch ein bisschen weiter in diese Richtung. Hier habe ich ihn noch nicht gesehen. Vielleicht ist er hier in der Stufo-Abteilung, aber der ist jetzt gar nicht da. Also, wir befinden uns hier schon im Keller der Universität. Es riecht nach Geist, aber zu sehen ist nach wie vor nichts. Hallo! Sagen Sie mal, finde ich hier den Wittener Geist? Man hat uns gesagt, der wäre im Keller. Ja, bestimmt da. Sind Sie der Wittener Geist? Nee, hier. Ja, ach so, super, danke. Und Kram. Hallo? Hier sehen Sie eine gute Demonstration des Wittener Geistes. Vielleicht hat er hier gewohnt. Vielleicht wohnt der Wittener Geist hier und steht auf Frauen. Das ist ein Indiz, dass er männlich ist. Aber der sieht doch schon so aus, wenn man so ein bisschen so macht. Ja, der Wittener Geist ist was man nicht sehen kann. Der ist unsichtbar. Wir waren jetzt schon im Keller. Wir haben den Wittener Geist gesucht. Da war leider nicht recht, aber so kann man sich nicht mehr. Und wir waren jetzt auch schon zweimal beim Schauen. Was meinst du, der Wittener Geist ist? Er könnte ungefähr hier sein, vielleicht schon so ansatzweise ist der Wittener Geist zu finden, wenn man hier die ganzen Leute mal sieht. Da würde ich sagen, da ist schon so ein bisschen Wittener Geist dabei. Woran das wohl liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Und sonst würde ich sagen, der liegt überall hier, dort, wo Menschen rumlaufen und irgendwas machen wollen und interessiert sind. Da oben ist er, hier sieht man ihn. Manchmal läuft er auch da hoch, in den ganzen Gängen, in den Räumen. Wittener Geist, wie heißt der? Uni. Der hat keinen Namen. Wittener Geist, wo ist der zu finden? Raum 1293. Hinter der Cafete. Er ist unsichtbar. Am roten Sofa. Hoffentlich noch da, wo er vorher war. Auf dem Dach. Zwischen uns? Im Audimax? Neben uns? Unter uns. In uns. Summer School 2009! Bis zum nächsten Jahr! Geist, Geist, Geist!